Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten, das letzte Mal in diesem Jahr, denn heute gibt es für euch den großen Jahresrückblick 2020. Was ein verrücktes Jahr, im Garten ist super viel passiert, im März hatte ich zum Beispiel meine Corona-Frisur, aber auch im Garten haben wir wirklich sehr, sehr viel geschafft. Ihr seht, wir haben jetzt ein Foliengewächshaus, ein Glasgewächshaus, wir haben eine Kompostwirtschaft, wir haben noch viele weitere Dinge in diesem Jahr gemacht, wir haben Beerensträucher gepflanzt, weitere Obstbäume. Der Garten ist jetzt in unserer ersten Saison ein richtiger Garten auch geworden und da werden wir jetzt mal in diesem Video ein bisschen drauf zurückschauen. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video und los geht's mit den Monaten Januar, Februar und März. Hallo und frohes Neujahr wünsche ich euch. Und nein, ihr seid nicht auf dem falschen Kanal gelandet. Felix Hobbygarten ist ab sofort Teil der Tomatengärtnergruppe. Nein, kurzer Spaß am Rande. Herr Felix, der macht eine kurze Auszeit Anfang Januar jetzt hier. Und da werden eben andere Garten-YouTuber wie ich, wie Effikan, ein Video auf seinem Kanal veröffentlichen, damit ihr seine Abonnenten eben trotzdem weiter eben spannende und interessante Videos bekommt. Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten und herzlich willkommen auch zur Discounter-Einkaufstour im Jahr 2020. Wir werden heute wieder ein paar Discounter abklappern und werden mal so schauen, was es für Saatgut und anderes Material zur Anzucht in den Discountern gibt. Das ist natürlich viel preisgünstiger, für mich kommt das allerdings ja das meiste nicht in Frage. Saatgut habe ich genug und ich setze auf andere Dinge beim Saatgut. Aber früher, als ich angefangen bin mit dem Gärtnern mit 12, habe ich mir auch mit 2 Euro Taschengeld das günstige Saatgut aus dem Baumarkt geholt und ich möchte einfach für die Leute, für die es interessant ist, mal zeigen, was es dieses Jahr an den Discountern so für Saatgut gibt. Viel Spaß dabei, wir starten hier im ersten Baumarkt und zwar Obi. Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten. Die erste Aussaat im Jahr 2020, ich beginne heute mit den Chilis. Die Aussaat, wie sie sich bei mir bewährt hat, viel Spaß dabei und los geht's. Chili Villa Luzzi, die Thai Chili und die Glockenchili. Mit Erde wird das Ganze bedeckt. Und dann wird das Ganze natürlich auch noch mit der Ballbrause fein angegossen. Heute Beerensträucher pflanzen, ich will gar nicht viel drum herum reden. Wir fangen direkt an, das sind 12 Stück an der Zahl, die wir jetzt hier komplett am Garten entlang pflanzen werden. Jetzt kommen wir hier zu meinem absoluten Favoriten. Und zwar diese Himbeere, das ist eine goldgelbe. Habe ich einfach so noch nie im Garten gehabt und bin ich jetzt super gespannt drauf, wie die wachsen wird. Hier steht auch Qualität, 5 Sterne. Also ich bin gespannt, was die Sorte so kann. Ich zeige euch jetzt mal, welche Obstbäume ich habe. Und zwar habe ich mir den Malus Jonagoret bestellt, also die Apfelsorte Jonagoret. Weiten sieht es dann so aus. Zu unserer Planung, hier sollen ja jetzt die Kübel stehen. Wir haben noch viele Kübel zu Hause, zum Beispiel die länglichen. Da habe ich jetzt gerade die Pflanzaussaat und Pikiererde im Keller drin gelagert. Ja, ihr seht, auch Anfang des Jahres ist schon einiges bei mir passiert. Zu den Jungpflanzen-Anzuchtvideos, die kommen bei mir immer sehr gut an, haben viele Leute geschrieben, vielen Dank für deine Erfahrung. Und das ist auch wirklich das, was ich mit meinen YouTube-Videos weitergeben möchte. Ich bin kein gelernter Gärtner, ich bin kein Profigärtner, der das hauptberuflich macht. Ich bin einfach ein Hobbygärtner, der seit 8 Jahren jetzt seine Erfahrung sammelt. Und diese Erfahrung möchte ich euch hier weitergeben. Und ich bin mir sicher, dass auch meine Erfahrungen richtig sind. So wie ich es mache, ist vielleicht nicht immer der einzige Weg und auch nicht zu 100% richtig. Aber so mache ich es seit vielen Jahren und das hat mir und auch meinen Zuschauern schon sehr, sehr viel erspart. Irgendwann hat mir auch mal einer geschrieben, wir Garten-YouTuber setzen Trends. Das finde ich auch wirklich cool, dass ihr all das nachmacht, was wir Garten-YouTuber sagen. Aber das Wichtigste ist einfach, sammelt eure eigenen Erfahrungen. Wie oft habt ihr nämlich schon von vielleicht Bekannten oder anderen gehört, das funktioniert in Deutschland nicht. Und dann habt ihr es angebaut und es hat doch funktioniert. Oder ihr habt es so gemacht, wie einer das im YouTube-Video genau vorgegeben hat und es hat trotzdem nicht geklappt. Worauf ich hinaus möchte, macht einfach eure eigenen Erfahrungen. Das ist das, was mir auch im Garten ja, am meisten geholfen hat. Ich habe meine eigenen Erfahrungen gesammelt, habe das gemacht, worauf ich Lust hatte, habe es gemacht, wie ich es möchte und nicht das, was jetzt vielleicht vorgegeben wird, so musst du es machen, damit es dann im Garten funktioniert. Denn eins ist sicher, ein Hobbygarten oder ein Gemüsegarten hat keine klaren Regeln. Ihr könnt hunderte Sachen ausprobieren und kommt vielleicht trotzdem zum gleichen Ziel. Ja, so viel dazu. Wir machen weiter mit den nächsten Monaten April, Mai und Juni.
So, auf geht's in den Garten. Und wir haben hier jetzt als nächstes den Kohlrabi in Blau. Radieschen vom Lidl für 19 Cent. Und ab 38 Grad, da stirbt Pflanzengewebe ab. Und das wollt ihr natürlich nicht. Dann seht ihr nämlich wieder außen die gelben Ränder oder ihr seht in der Mitte weiße und braune Flecke, nämlich Sonnenbrand. Und das verursacht ihr, wenn eure Pflanze nur der Sonne ausgesetzt ist und sie quasi Sonnenbrand und Sonneneinstrahlung bekommt und über 38 Grad aufheizt. Aber wichtig, ich habe es auch schon in vielen anderen Videos gesagt, Stickstoff ist am Ende der Saison gar nicht mehr so wichtig, denn das bringt eure Pflanze dazu, einfach nur um die Kraft und die ganze Power in die Pflanze zu stecken. Ihr wollt die aber natürlich in den Blüten und in den Früchten haben. Deswegen ist jetzt auf jeden Fall eine Kalium- und Phosphordüngung wichtig. Die ersten 6 Monate sind rum und der Garten sieht Anfang des Jahres doch trotzdem immer noch sehr leer aus. Die ersten Pflanzen kommen langsam, die ersten Jungpflanzen werden im Mai gesetzt, die Pflanzen entwickeln sich sehr langsam. Wenn man dann jetzt aber gleich mal die nächsten Monate anschaut, dann machen die Pflanzen einen richtigen Sprung. Wir schauen mal zu Juli, August und September. Und diese Balkonkästen werde ich dann auch mit Salaten, Blumen und Kräutern bepflanzen. Ja, hier sind jetzt nochmal 30 weitere Tomatensorten in so einem halboffenen Tunnel. Hier vorne ist es offen und da hinten, hier hinter dem Folientunnel mit den Tomaten befindet sich noch ein Hochbeet mit sehr, sehr vielen Erdbeerpflanzen. Jede Menge Erdbeeren sind auch dran. Hier vorne, wenn wir da mal gucken, sind welche dran. Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten. Ja, ich hätte niemals gedacht, dass ich mit einem Fensterputzer hier in meinem Garten stehe. Aber ich habe ein neues Gewächshaus und zwar ein Gewächshaus aus Glas. Und zwar haben wir hier das Vitavia Jupiter 9900 Gewächshaus. Das Küken. Oh. Ja, hier könnt ihr es sehen. Mittlerweile hat es hier ja sehr schöne braune Flecken drin. Auch am Rücken. Und ich befürchte aber, es ist ein Hahn. Merkt man allein schon von der Größe, hier auch vom Schnabel. Ich hoffe es nicht, aber es sieht mir so aus wie ein Hahn. Holen wir mal ein anderes Huhn raus, ein anderes Küken. Ich hoffe, das ist eine Henne. Hier seht ihr mal die Flügel. Die ganze Tomate ist komplett braun. Die Früchte sind total von der Braunfäule befallen. Und das Ganze zieht sich hier wirklich durch das Beet durch. Ich habe am Anfang ja so groß gesagt, es ist eigentlich relativ egal, wenn ihr ein paar Tricks beachtet, könnt ihr auch Sorten, die nicht als Freilandtomaten bekannt sind, in den Garten pflanzen. Das ging auch bis jetzt gut. Ja, so schnell wie das jetzt alles gewachsen ist, so schnell ist die Gartensaison dann auch schon fast wieder vorbei. Im September, ihr habt es gesehen, die ersten Blätter fallen von den Bäumen. Der Garten bereitet sich langsam auf den Herbst vor und auch die Hobbygärtner machen es. Die ernten die letzten Sachen ab oder die mittleren Sachen und die letzten Sachen und dann werden die ersten Pflanzen auch schon abgeerntet. Die Beete werden auf jeden Fall leerer und so ging es dann auch im Oktober und November weiter. Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten. Ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen. Heute geht es um 37 Top-Sorten. Es ist übrigens auch das Modell, was der Ralf in seinem Garten hat. Es ist genau das identische. Ralf hat nur noch, glaube ich, 3 Meter länger. Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten. Das Video ist eine Fortsetzung vom letzten Video, Knoblauch stecken und Hühner halten im Folientunnel. Und zwar müsste der Titel eigentlich heißen, Hühner halten im Folientunnel, um Umgraben zu vermeiden.
Denn was ich mit dieser Hühnerfolientunnelaktion bewirken möchte, das ist im letzten Video nicht ganz klar geworden. Und zwar möchte ich einfach nur den Boden ohne Umgraben fertig haben. Ja, wir sind angekommen im Dezember und da können wir jetzt mal ein kleines Fazit ziehen. Mega krass finde ich, was in diesem Garten ja so alles passiert ist. Dieser Garten hier ist echt zu einem richtigen Garten geworden. Was ich für meinen YouTube-Kanal ein bisschen bereue, ich habe sehr viele einzelne Videos gemacht, wo wir zum Beispiel die Wasserversorgung vorgestellt haben. Ihr habt hier gerade alles gesehen. Viele einzelne Videos übers Glasgewächshaus, übers Foliengewächshaus. Sehr viel auch mit Werbung. Ihr müsst verstehen, wir sind hier beim Tierheim, Tierheim Lingen. Hier habe ich meinen Tierheimgarten. Und fürs Tierheim und für mich ist es natürlich sehr attraktiv, wenn wir Sachen fürs Tierheim und auch für unseren Garten hier umsonst bekommen. Da macht man natürlich dann auch mal ein Werbevideo zu. Das ist in diesem Jahr, muss ich zugeben, leider sehr, sehr viel geworden. Und das tut mir auch leid für meine Zuschauer und auch für die neuen Zuschauer, dass es so viel Werbung geworden ist. Im nächsten Jahr habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen, weniger Werbung zu machen. Ihr kennt meine zwei festen Partner. Ich habe hier auch die Plakate von denen im Garten hängen, die mich wirklich auch jedes Mal in diesem Garten hier mit Produkten unterstützen und das auch regelmäßig. Ich bin bei den Firmen schon vor Ort gewesen und kenne die auch wirklich. Und diese zwei Partner, die werde ich auch in Zukunft weiter haben. Ja, zum Schluss möchte ich aber auch euch noch einmal danken. Danke, dass ihr das ganze Jahr 2020 bei mir geblieben seid und euch regelmäßig meine Videos angeschaut habt. Freut mich wirklich sehr, dass jedes Mal wieder Kommentare dazu kommen, auch wenn es nur ist, hey, cooles Video. Ich freue mich mega und ich probiere auch alles zu beantworten. Was ich euch jetzt sagen kann und was ich mir auch für 2021 wünsche, ist, dass wir alle unsere eigenen Erfahrungen machen, dass es mit dem Garten ja wieder bergauf geht, dass wir auch wieder Gartentreffen haben können. Ich muss wirklich sagen, ich vermisse euch in meinem Herzen. Jetzt habe ich ein bisschen den Ton gehauen. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Ich vermisse euch wirklich so sehr, Leute. Ich würde mich so freuen, hier Veranstaltungen zu machen, dass ihr euch den Tierheimgarten anschauen könnt. Ich würde mich so sehr freuen, wenn wir nächstes Jahr wieder ein Garten-YouTuber-Treffen in Erftstadt haben mit 4000 Zuschauern, die sich alle fürs Gärtnern interessieren, alle ihre Erfahrungen machen und wir dort zusammenkommen und einfach darüber sprechen, wie schön sind bitte diese Gartentreffen und wie sehr vermisse ich die. Ich hoffe, euch geht's genauso und ich hoffe, wir sehen uns 2021 irgendwo wieder. Das ist jetzt echt das letzte Video für dieses Jahr und ich freue mich, wenn wir uns 2021 alle wiedersehen. Ich wünsche euch alles Gute, einen guten, ruhigen Rutsch ins neue Jahr, hoffentlich viel Gesundheit und dann sehen wir uns im Januar mit neuen Gartenvideos wieder. Bis dahin alles Gute und ciao!